Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht eure Cornelia Maria. Wir arbeiten heute wieder mit unserer montäglichen Lichtarbeit hier zusammen in Facebook Live, ausgehend von der Diana Cooper School of White Light im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass ihr hier seid und könnt auch gerne Nachrichten senden, so damit ich weiß, wer da ist. Ich sehe nur Nummern. Ja, herzlich schön, Dankeschön, lieber Peter. Herzlichen, bin etwas durcheinander. Herzlich willkommen. Das waren die richtigen Worte. Ja, schön. Freut mich, dich zu sehen und die anderen auch. Auch wenn ich nicht immer alle live sehen kann hier, während ich live bin, freue ich mich doch immer wieder über alle Kommentare. Ja, schön. Heute habe ich mir oder bin ich geführt worden, muss ich schon sagen, es kamen auf verschiedene Wege, dass wir heute für Deutschland arbeiten. Und zwar für das Thema Integrität, Wahrhaftigkeit und Herzheilung. Dass wir bitten darum und geben unser Fokus darauf, dass in Deutschland und zu allen Bewohnern in Deutschland Herzheilung einströmen darf. Und dass zum höchsten besten Wohl von allen aus einem achtsamen, respektvollen Umgang miteinander und auch verständnisvollen Umgang neue Lösungen erarbeitet werden und immer wieder auch neue Lösungen sich auftun in Gebieten, wo es doch zurzeit sehr unterschiedliche Meinungen wohl gibt. Ja, grüß dich, Marina. Ja, schön, hast du mich gefunden. Ja, hallo. Oder uns. Ja, schön. Ja, also ein sehr spannendes Thema und ich denke, wir werden es wahrscheinlich auch weiterhin verfolgen, auch für weitere Länder oder für alle Länder, weil das doch immer etwas ist. Aha. Okay, ich hoffe, dass jetzt kam da irgendwas rein, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ja, danke, Peter. Da hast du recht. Ich finde auch, dass es ein sehr schönes und wichtiges Thema ist, dass wir da alle zusammenkommen und dass wir das höhere Licht und die Liebe reingeben, anstatt was ich oft beobachte zurzeit, dass so verschiedene Meinungen ausgetauscht werden mit einem großen Abstand und einer Trennungsenergie eher. Und ich denke, für das neue Zeitalter, das wir ja doch alle wollen, braucht es etwas Neues, etwas anderes, dass wir uns öffnen und was Neues zusammen erarbeiten. Das sind die Qualitäten, die wir als Menschen wirklich jetzt für uns anstehen, dass wir da weitergehen. Ja. Ja, schön. Dann, wenn ihr bereit seid, ich hoffe, dass ich bin hier gerade abgelenkt, weil eine Teilnehmerin gerne reinkommen möchte. Aber komme da im Moment nicht rein. Ja, also ich hoffe, wünsche dann und hoffe, dass das, was wir jetzt hier gerade gleich live machen, dass das dann auch über Facebook später nochmal sich angeschaut werden kann. So wie immer eigentlich. Ja. Okay, meine Lieben, dann mal beginnen wir nochmal und arbeiten so, wie wir es schon kennen, dass wir uns erden, anbinden mit der Quelle, dass wir um guten Schutz bitten, dass wir die geistige Ebene anrufen und dass wir uns verbinden mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern der Dana Cooper School of White Light im deutschsprachigen Raum, als auch mit anderen Lichtarbeitern hier auf dem Planeten. Ja, okay, wunderbar. Dann beginnen wir, dass wir die Augen schließen und ich habe wieder die Kristallklangschale dabei, so dass ihr mehr euch nach innen tragen lassen könnt durch den Klang. Also ihr dürft die Augen schließen und ich schließe die auch. Okay, fangen wir damit an.
Wir sind gut geerdet. Unsere Füße bauen energetische Wurzeln auf mit Mutter Erde. Wir sehen sie wie goldene Wurzeln, die jetzt nach unten in die Erde einströmen. Und mit Dankbarkeit im Herzen nehmen wir all die Kraft und die Liebe und Fürsorge von Mutter Erde auf und wissen, dass wir ihr alle ihre geliebten göttlichen Kinder sind. Und ihre gute Kraft steigt in unseren Körper auf, in unser Herz, in unseren ganzen gesamten Körper. Und von unserem Herzen geben wir nochmal einen weiteren Impuls hinauf mit einem goldenen Band zur Quelle und binden uns dort an am Herzen Gottes und erinnern uns, dass wir allzeit und immer eins sind mit dem Herzen Gottes, mit der Quelle, mit der Liebe. Und dieses weiß-goldene Licht oder goldene Licht oder diese Energie der Liebe, lass einströmen durch deine oberen Energiezentren. Die transpersonalen Energiezentren in deinen Körper hinein. Und spüre, wie die beiden Energien sich in dir vereinen. Und wir rufen jetzt an, Erzengel Michael, bitte umgebe uns mit deinem dunkelblauen Umhang des Schutzes, beschütze uns alle auf allen Ebenen unseres Seins. Durchtrenne mit deinem Schwert alles, was uns jetzt daran hindert, ganz in der Liebe und in der Kraft Gottes zu sein. So dass wir ganz deine Arbeit machen dürfen, lieber Gott. Dass du damit deine Liebe durch uns durchströmst. Und so gut geerdet, angebunden und beschützt, umgeben wir uns jetzt mit einem weiteren Schutzmaßnahme. Wir rufen an den goldenen Christusstrahl für unseren vollkommenen Schutz. Wir rufen an den goldenen Christusstrahl für unseren vollkommenen Schutz. Wir rufen an den goldenen Christusstrahl für unseren vollkommenen Schutz. Nun verbinden wir uns und bitten, dass die geistige Ebene näher kommt. Wir verbinden uns als erstes mit unseren Schutzengeln, mit den Engeln und Erzengeln, die alle immer wieder um uns herum sind, den aufgestiegenen Meister. Und heute insbesondere rufe ich an göttliche Mutter, Mutter Maria und Lady Kuan Yin, sodass wir alle getragen sind aus unserem Herzen im Mitgefühl, in der Liebe. Engel des Friedens, Erzengel Uriel, bitten wir, hereinzukommen mit zu uns. Und natürlich die Drachen, die uns helfen, niedere Energien zu reinigen heute. Und die kosmisch-violette Diamantflamme bitten wir durch Erzengel Zadkiel und Gabriel jetzt, dass sie zu uns gebracht wird, dass wir ganz uns in ihr in uns durch uns selbst durchströmend, dass wir ganz die kosmisch-violette Diamantflamme in uns haben jetzt. Und so sind wir gut geerdet, angebunden, beschützt und verbunden auch mit der geistigen Welt. Verbinden wir uns jetzt vom Herzen her mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern der Dhanakopa School of White Light im deutschsprachigen Raum und mit allen anderen Lichtarbeitern auf dem Planeten, die für das göttliche Licht arbeiten. Und so, wir unsere Antennen, unsere energetischen Antennen nach außen strömen, lassen uns verbinden mit den anderen Menschen und menschlichen göttlichen Wesen,
die auch dasselbe Anliegen wie wir haben, ein neues Zeitalter nun aufzubauen miteinander. Dass mehr Liebe und Gerechtigkeit und Fürsorge hier mehr gelebt werden darf. Und dann legen wir eine Hand auf unser Herz, wenn du magst, auf dein Herz legen und atmen uns ein, zweimal tief in dein Herz ein und verbinde dich mit dieser wunderbaren Quelle der Transformation und der Liebe, der Freude und allen höheren Emotionen, die du hier findest. Und spüre die Harmonie in dir, verbinde dich mit Harmonie in dir, den Frieden in dir, dein höchstes Mitgefühl und Liebe und Barmherzigkeit, wozu du gerade Zugang hast, damit verbinde dich in deinem Herzen. Und so gut angebunden, auch in unserem Herzen, fühlen wir und richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Deutschland und auf alle Bewohner von Deutschland heute. Und wir bitten die geistige Ebene, uns in diesem Anliegen zu unterstützen, dass Herzheilung in Deutschland zu allen Bewohnern jetzt einfließen darf und Integrität und Wahrhaftigkeit sich ausbreiten. Und durch einen respektvollen und verständnisvollen, achtsamen Umgang miteinander sich immer wieder ganz neue Lösungen zum höchsten besten Wohl von allen nun stattfinden dürfen. Und da geben wir nun unsere Energien drauf. Wir beginnen damit, dass erstmal die Drachen, bitten wir die Feuerdrachen besonders jetzt reinzukommen und dieses Flammen der Reinigung durch Deutschland hindurch wedeln zu lassen, durchströmen zu lassen und zu allen Bewohnern, sodass wirklich, wenn es so sein darf, zum höchsten besten Wohl des Gesamten jetzt alle niederen Energien umgewandelt werden können und wir alle unser Energieniveau anheben. Und da helfen uns ganz wunderbar die Feuerdrachen dabei. Und sieh das und spür das, wie diese reinigende Kraft jetzt durch Deutschland strömt und zu allen Menschen hingeht. Und wir bitten auch, dass die kosmisch-violette Diamantflamme einströmt in Deutschland und zu allen Bewohnern. Und auch dies zum höchsten besten Wohl des Gesamten, wenn alle Seelen damit einverstanden sind, dass jetzt ein höheres Licht, eine höhere Liebe, eine höhere Freude einströmen darf in die Herzen der Menschen, in das gesamte Land. Und alles erhoben wird in eine höhere Dimension, auf eine höhere Ebene. Und sieh das und spür das und fühl das. Ein neuer Geist nun durch Deutschland strömen darf, wie die Menschen es bewusst oder unbewusst auch fühlen. Und dann geben wir einen Moment lang alle zusammen noch mehr Fokus darauf, wie jetzt das Neue geschieht, wie Herzheilung einströmt. Das aquamarin-kristallfarbene Licht der göttlichen Mutter sich ausbreitet über dem ganzen Land und alle Herzen durchströmt. Wie die bedingungslose Liebe immer mehr angenommen wird. Und wie Integrität und Wahrhaftigkeit sich ausbreiten. Aus diesen freien Herzen. Und so die Menschen beginnen noch mehr mit Respekt miteinander umzugehen, mit Achtsamkeit, Verständnis füreinander haben, Akzeptanz voneinander
von den unterschiedlichen Sichtweisen, die man im Moment finden kann. Und wir verstehen, dass es immer verschiedene Wahrheiten gibt und Wahrnehmungen gibt, verschiedene Standpunkte. Und wie Menschen beginnen, sich die Hände zu reichen, zu verstehen und aus diesem tiefen inneren Herzheilungsgeschehen neue Lösungen zusammen jetzt erarbeitet werden dürfen und einfach geschehen dürfen. Das ist wie in Paaren, wenn die Paare verschiedene, unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Ansichten. Und wenn dort die Herzen aufgehen dürfen, wie das Gefühl zu einer neuen Lösung kommen kann, auch wenn die Fakten vielleicht was ganz anderes sagen. Und dieses Gemeinsame führt das Paar und jetzt auch hier uns als Menschen in Deutschland zu einer ganz höheren neuen Dimension des Miteinanders. Und hier gehen wir noch einen Moment unser Fokus drauf. Wunderbar. Dann lassen wir das, nehmen wir dieses gute Bild, diese guten Gefühle und geben sie höher noch in die Dimension der Engel, der Erzengel, in die göttliche Quelle und bitten, dass dort, von dort her alles nun gut geregelt sein darf. Und wir geben es dann wieder ab, weil wir müssen nicht wissen, wie diese Lösungen jetzt entstehen. Es geschieht. Und dann kommen wir wieder zurück zu unserem Herzen, zu unserem Körper. Spür dich selbst, deine Füße auf dem Boden, die energetischen Wurzeln mit Mutter Erde. In deinem dunkelblauen Umhang des Schutzes von Erzengel Michael, den goldenen Christusstrahl, der dich vollkommen behütet. Wir danken der geistigen Ebene für ihre Unterstützung, alle, die jetzt bei uns waren und sind. Und wir lösen nochmal energetisch unsere Verbindung zu allen anderen Lehrerinnen und Lehrern, der deiner Kokoskolo-Welt leid. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder verbinden, als auch zu allen anderen Wesen, Lichtarbeitern auf dem Planeten. Dann nehmen wir einen tiefen Atemzug und öffnen wieder die Augen und kommen zurück. Ja, meine lieben Mitwirker der montäglichen Lichtarbeit, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart und mitgearbeitet habt und natürlich, wenn ihr wollt, von Herzen gerne. Also ich mache das so, dass ich dieses Anliegen, was wir montags haben, immer noch mit in die Woche hineinnehme und immer wieder das in meine Meditation, in die Gebete mit hineinnehme. Und das natürlich seid ihr alle herzlich geladen, eingeladen, das auch weiterhin zu tun, als auch weiter zu reichen zu anderen Freundinnen und Freunden, die da auch Interesse dran haben. Und natürlich dürfen alle sich auch montags hier einloggen. Man muss sich, glaube ich, nur anmelden bei dieser Gruppe und dann könnt ihr gerne alle mitmachen. Und es ist wunderbar, wie wir das gemeinsam, das göttliche Licht verbreiten. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr da seid und das mit mir macht. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine ganz wunderschöne Woche mit viel Licht, mit viel Leichtigkeit und Freude und Herzensweite. Ja. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, nächsten Montag wieder, das ist der 24. August zur gleichen Zeit.
Fühlt euch alle ganz herzlich umarmt von mir. Alles Liebe. Tschüss, tschau, tschau.